Hallöchen und weiter geht's mit Dragons. So materialtechnisch ist es zwar nicht ganz so bombastisch, seht ihr selbst, 200 Mille Holz haben wir gerade mal auf Tasche, aber fischtechnisch sieht's relativ nice aus. So, ich würde sagen, wir sammeln unser Material ein, um natürlich unsere Lager weitestgehend zu füllen. Das machen wir natürlich gleich, schicken unsere Drachen alle neu los. Danach würde ich auch sagen, checken wir einfach mal, was hier geht, was wir hier noch trainieren können, wer noch im Training ist und. Das sind natürlich alle Fragen, die wir auf jeden Fall beantworten wollen in diesem Let's Play. Das machen wir auf jeden Fall auch. Von daher hoffe ich einfach, dass er dran bleibt. So, wir legen erstmal los, schicken unsere Drachen neu los, gucken, was so geht und werden dann natürlich gleich mal die Akademie checken. Das machen wir natürlich gleich, weil ich will natürlich schnellstmöglich wieder mal ein paar Drachen pimpen. Von daher müssen wir das auf jeden Fall angehen. Ich will aber erstmal gucken, ob wir eventuell einen Drachen finden, wo wir ein bisschen Fisch auf den Kopf kloppen können. Da würde ich sagen, das passt gut. Dann nehmen wir gleich unseren leuchtenden Fluch. Ach nee, der ist auch schon auf 85. Von daher können wir das erstmal lassen. Klar, weiter pimpen könnten wir. Aber das lassen wir, wie ihr sagt, erstmal suchen wir uns hier einen anderen. Gucken, ob wir einen anderen finden, den wir hier noch pimpen können. Der eventuell noch nicht ganz so weit ist. Nee, aber eigentlich läuft das eigentlich so aus dem Ruder. Von daher müssen wir jetzt einfach mal hier ihn pimpen. Ich nehme den einfach, den Sturmschneid, pimp den auf Level Nummer 87. Schicken gleich nochmal los, weiterhin Holz sammeln. So, dann kommen wir dazu, wer ist aus dem Training zurück. Und zwar haben wir hier unseren leuchtenden Fluch. Der ist auf Level Nummer 85. Seht ihr selbst, von daher ist das natürlich absolut genial. Das ist der nächste hier im Bunde. So, wen haben wir noch? Hier haben wir unseren eisigen Kältegronke. Der ist auch auf Level 85. Das heißt natürlich, dass wir jetzt schon wieder einen haben. Das läuft auf jeden Fall absolut gut für uns. Wir können gleich mal gucken, wie viele Drachen haben wir hier noch drin. Zwei Drachen sind noch im Training. Das heißt, ihn können wir auf jeden Fall noch pimpen. Da müssen wir erstmal gucken, wen wir da am besten nehmen. Das Ding ist ja, wir wollen schnellstmöglich unsere Drachen auf Level Nummer 85 pimpen. 8 Stück haben wir schon gepimpt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch 2 auf Level Nummer 85 bringen. Da würde ich sagen, checken wir erstmal ab, wen wir hier trainieren. Und zwar pimpen wir unseren blauen Alpha ohne Zahn, beziehungsweise unseren ohne Zahn. Der hat ja nur ein Kostüm an. Eine Stunde 34 braucht er noch, bis er auf Level Nummer 83 ist. Von daher würde ich sagen, werden wir den dann gleich mal ein bisschen weiter pimpen, um den natürlich auch auf Level Nummer 85 schnellstmöglich zu bringen. Das wäre dann unser neunter. So, wie jetzt weiter? Wen haben wir noch im Training? Da müssen wir natürlich auch gleich nochmal gucken. Da bin ich mir nämlich nicht ganz so sicher. Aber ich glaube, wir haben hier hinten irgendwie einen drin, der eigentlich noch nicht so weit ist. Und zwar haben wir hier unseren Snoggletalk Rülpser und Kotztüte. Seht ihr selbst, eine Stunde 37 braucht er noch, um auf Level Nummer 19 zu kommen. Von daher müssen wir uns da, wie gesagt, noch ein bisschen gedulden. Aber das ist okay, damit kommen wir relativ gut klar, würde ich sagen. Dann können wir jetzt erstmal checken, wen wir hier eventuell weiter pimpen. Haben wir hier eventuell ihn auf Level Nummer 80 oder beziehungsweise 81, wäre mir natürlich lieber. Den könnten wir erstmal pimpen, den Wollgeheul. Den pimpen wir auf 85. Das wäre natürlich auch eine noble Sache. Wie viel Holz kostet das? 281 Mille Holz, das ist natürlich bitter, das können wir uns nicht leisten. Von daher müssen wir uns da den nächsten suchen. Da bin ich mir zwar noch nicht ganz so schlüssig, wen ich da so nehme. Aber ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir jetzt einfach Nägel mit Köpfen machen und einfach irgendeinen Drachen pimpen. Wie viel braucht der? 3x Eisen. Das ist natürlich auch extrem bitter für uns. So, wen nehmen wir dann? Den könnten wir noch ein bisschen weiter pimpen. Gut, okay. Bitter ist es natürlich, ich hätte gerne ihn auf Level Nummer 81, den ich jetzt natürlich schnellstmöglich weiter pimpen könnte. Ah, hier sehe ich, hier haben wir unseren Hakenzahn. Der ist auf 82, den können wir für 280 Mille Holz könnten wir den pimpen, können wir uns natürlich auch nicht leisten. Von daher, bittere Aktion, schlechte Karten haben wir auf jeden Fall, aber ist egal. Können wir jetzt nicht ändern, deshalb würde ich einfach mal sagen, machen wir es ganz anders. Wir entscheiden uns einfach für ganz andere Drachen und zwar nehmen wir da unseren Knochenräuber könnten wir nehmen. Natürlich können wir auch den Todsinger nehmen, den auf 48 pimpen. Das wäre ohne noble Sache. Hier haben wir noch den Dorngrat, für den wir uns entscheiden könnten. Und dann haben wir hier oben natürlich auch noch den Knochenstreifer, den Flutsegler und den Feuerwurm. Also wie gesagt, schreibt ihr mal in die Kommentare, wen ihr da nehmen wollen würdet. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für den Todsinger, den will ich jetzt auf 46 pimpen. Anschließend kann ich
den natürlich durchs Füttern bis auf 48 pimpen, kann den dann nochmal zum Training schicken in der Akademie und kann den dann bis auf 51 pimpen und anschließend zu Walker schicken. Das ist natürlich wichtig, dass wir den zum Titan-Drache machen. Deswegen sage ich jetzt einfach, nehmen wir den, einen Tag, 22 Stunden dauert das. 5,37 Mille Holz kostet das natürlich auch extrem gut, weil die Wahl, jetzt können wir weiter Holz sammeln und können dann natürlich bald den nächsten Drachen pimpen, und zwar unseren Hakenzahn. Den haben wir, wie gesagt, auf 82 und können dann für 280 Mille den weiter pimpen. Von daher läuft das relativ gut für uns, denke ich. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. So, dann müssen wir einen Drachen zurückziehen. Da nehmen wir unseren Hakadu, finde ich am sinnvollsten. Und jetzt nehmen wir unseren eisigen Kältegronkel nochmal mit. So, der kann Holz sammeln, von daher läuft das. Da kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen was zusammen. So, was machen wir dann? Wir checken erstmal unser Mysterium-Paket. Gucken, was es da so gibt. Fisch, okay, Holz, ja. Fisch und nochmal ein paar Runen. Nehmen wir natürlich alle mit. Hier wollte ich nochmal reingucken, was ist das? Ein Premium-Paket. Wer von euch hat sich denn eigentlich schon so ein Premium-Paket geholt? Da gibt es auf jeden Fall gut fette Drachen, die man auf jeden Fall gut gebrauchen kann. Von daher schreibt mal in die Kommentare, welchen Drachen ihr bekommen habt, wenn er hier so ein Premium-Paket gekauft hat. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt das einfach mal rein. So, dann haben wir das erledigt. Können nochmal unseren grünen Tod hier abchecken, können den Gegenstand nochmal einsammeln, schicken den auch gleich nochmal los und sind dann eigentlich auch erstmal durch für heute, weil die Weile Ding ist, unser Ohnezahn braucht auf jeden Fall noch eine ganze Weile. Anderthalb Stunden müssen wir uns noch gedulden, von daher können wir jetzt erstmal nicht mehr so wirklich was machen. Gucken hier nochmal rein, holen uns den Gegenstand nochmal für 58 Mille. Haben jetzt natürlich unser Lager ganz schön geschröpft, aber das ist natürlich völlig scheiße, ja. So, dann pimpen wir hier unseren Sturmpfeil Mumio auf 86 und sind für heute erstmal wieder durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.